Im Roman einen wahren Report der Wirklichkeit zu schreiben, ist nicht möglich. Abgeschriebene Wirklichkeit kann nicht wahr sein. Wenn man versuchen wollte zu schildern, was zwei Personen in einem Zimmer oder auf der Straße, in der Fabrik, im Restaurant oder im Wald in 10 Minuten erleben, alles, was sie denken, empfinden, fühlen, hören, sehen, sagen, verschweigen, erinnern, verheimlichen, müsste die wirklichkeitsgetreue Schilderung dieser 10 Minuten ein paar 100 Seiten füllen. Da man also in jedem Falle nur einen winzigen Bruchteil der Wirklichkeit wiedergeben könnte, würde auch dieser geschilderte Bruchteil der Wirklichkeit nicht wahr sein. Man darf deshalb eine Romangestalt nicht so darstellen, wie diese Person in der Wirklichkeit war und sich verhalten hat. Es gibt nur die innere Wahrheit. Nur das innere Bild, das der Romanschriftsteller von der Romangestalt und dem Schauplatz der Situation hat und gestaltet, ist wahr. Und da erscheint auf geheimnisvolle Weise alles so, wie es in der Wirklichkeit gewesen ist. Wer es nicht übers Herz bringt, viel wegzulassen, hat noch viel zu lernen. Kunst ist weglassen. Im schnellen 20. Jahrhundert kann jedes Romanthema auf 300 bis 400 Seiten vollendet abgewandelt werden, wenn es gelingt, in klarer, einfacher Sprache mit den treffenden Worten immer nur das Wesentliche der Schauplätze und Situationen, nur das Charakteristische der handelnden Personen zu schildern und dennoch einen scheinbar von selbst entstandenen ruhigen Fluss der Geschichte zu erzielen. Da erscheint dann diese neu geschaffene Wirklichkeit, von der vorher nichts existiert hat, dem Leser so selbstverständlich wie die Wirklichkeit. Ein auf diese Weise geschriebener Roman kann unvergleichlich mehr an Lebensvorgang und Menschenschicksalen enthalten, als ein breit geschriebener Roman in 3 Bänden über dasselbe Thema, und er fesselt stärker das Interesse des Lesers. Nur kostet der verkürzt geschriebene Roman auch unvergleichlich mehr Hingabe und Arbeit als der dickbäuchige. Der Romanschriftsteller, der auf diese spartanische Weise viel weglässt und dennoch nichts, ist berechtigt, einen Bergarbeiter zu beneiden. Lange Landschaftsschilderungen können das Interesse des Lesers nicht halten. Der Romanschriftsteller, der eine Landschaft nicht mit 2 Sätzen schildern kann, so plastisch, dass der Leser sie sieht und riecht, als stünde er in ihr, sollte sich entschließen, keine Landschaften zu schildern. Der Autor soll im Roman keine Meinung äußern. Er soll hinter seinem Werke stehen. Wenn der Autor seine Weisheiten anbringen will, sollte er eine handelnde Person einführen und sie diese Weisheiten sagen lassen. Philosophische Abhandlungen gehören nicht in den Roman. Wer philosophische Abhandlungen lesen will, liest die Philosophen. Die Philosophie eines Romans muss im gestalteten Ganzen
enthalten sein. Wenn der Romanschriftsteller auf Inspiration warten wollte, würde er nie ein Werk vollenden können. Inspiration ereignet sich selten und nie ohne Zutun des Autors. Sie ereignet sich während der Arbeit und durch Arbeit. Inspiration ist ein Geschenk, das erst durch zähes Sitzfleischarbeit zum Geschenk wird. Äußere Handlung, spannende Ereignisse, wenn sie des Themas wegen nicht zu vermeiden sind, sollten im Roman nicht mehr Bedeutung haben als die aus den Tuben auf die Palette gedrückten Farben, die der Maler für sein Bild braucht. Selbst die vollendete Gestaltung der handelnden Personen ist noch nicht Kunst. Kunst ist das Nichtgesagte und auf geheimnisvolle Weise dennoch Gesagte, das ohne Worte zwischen den Zeilen mitschwingt und über den ununterbrochen kontrollierenden Verstand hinweg Gefühl erzeugend ins Gefühl des Lesers trifft. Viele Schriftsteller haben den Satz geschrieben, der Himmel war blau. Es ist große Kunst, wenn sich da vor dem Leser plötzlich das blaue Himmelszelt auftut. Das kann sich ereignen, wenn der einfache Satz, der Himmel war blau, an der einzig richtigen Stelle der Landschaftsschilderung steht. Eine halbe Zeile zu früh oder zu spät sind es vier nichtssagende Wörter. Für die jungen Nachschriftsteller noch einmal gesagt, Schreiben ist zu 99% nichts als Arbeit, schwere Arbeit. In einer stillen Nacht blickte Michael zurück auf sein Leben. Michael war das sorgenvermehrende, unerwünschte vierte Kind gewesen. Sein Vater, ein Schreinergeselle, der Parkettböden legte und glatt hobelte, 10 Stunden im Tag auf den Knien, die Stirn nahe dem Boden, den er hobelte, hartes Buchenholz, verdiente 18 Mark in der Woche. Am Esstisch gab es große Augen und kleine Bissen. 8 Monate im Jahr liefen die 4 Kinder, 2 Buben und 2 Mädchen, keine Schuhsohlen durch. Aber im Winter, wenn Schnee lag und der Main zugefroren war, konnten sie nicht mehr barfüßig in die Schule gehen. Und dass die Mutter es vollbrachte, Geld für Holz und Kohlen abzuzwacken, dem schwer arbeitenden Vater jeden Morgen Vespergeld mitzugeben, Schuhe und Winterkleider für 2 Erwachsene und 4 Kinder beizuschaffen und dennoch die Miete zu bezahlen und täglich 2-mal Essen für 6 auf den Tisch zu stellen, alles von 18 Mark in der Woche, war ein Wunder, vergleichbar mit dem des Wundertäters Jesus, der mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Hungrige speiste. Die große Not, herzabdrückend und die Seele verwundend, begann für Michael erst in der Schule. Der Schlag ins Gesicht, dem eine viel Sekunden währender Wutblick des Lehrers in die Augen des hypnotisierten Schülers voranging und die mit vollster Wucht verabreichten Hiebe mit dem Rohrstock, waren nicht das Ärgste, das der Volksschullehrer Dürr seinen 40 Prügelknaben zufügte. Das Ärgste war die Angst. Seine Erziehungsmethode war, die Knaben in Angstbesessene zu verwandeln. Das Schulzimmer war mit Angst geheizt. Angst war nachts der Trauminhalt seiner Schüler.
Frühere Schüler fuhren seinetwegen noch als verheiratete Männer aus Angstträumen hoch und wichen auf der Straße zur Seite, wenn er unverhofft ihres Weges kam. Auch während des Religionsunterrichts, wenn Adam und Eva im Paradies und das ewige Himmelreich das Thema war, ging er, fanatisch lächelnd in Erwartung der falschen Antwort, wie ein Tierbändiger hin und her, in der Hand den Rohrstock. Als hätte er nicht 40 Kinder für den Weg ins Leben vorzubereiten, sondern 40 Bestien zu dressieren. Er benutzte seine Autorität dazu, die Persönlichkeit des Schülers auszurotten und beging den Seelenmord gründlich. Nach kurzer Zeit bestand die Mehrzahl aus Kreaturen mit allen Eigenschaften des Untertanen. Fertiges Material für die nächste Autorität, den Feldwebel im Kasernenhof. Als Michael nach 7 Jahren die Schule verließ, war er ein schwer verwundeter Junge, der nur deshalb nicht Selbstmord beging, weil er im Gefühl noch nicht wusste, dass der Mensch, wenn er nicht mehr weiter kann, Selbstmord begeht. Erst als er 17 war und seine Lehrzeit bei einem Schlossermeister schon hinter sich hatte, endeten die unbewussten Selbstmordversuche. In dieser Zeit entstand die Sehnsucht nach etwas, dem er keinen Inhalt geben konnte. Er sehnte sich danach, etwas zu werden. Und er wusste nicht, was. An einem Sonntagnachmittag zeichnete Michael vor dem Spiegel auf ein Blatt Papier sein linkes Auge. In natürlicher Größe und darüber die Braue, jedes Härchen, jede Wimper. Das linke Auge mit äußerster Genauigkeit gezeichnet, wie der Hase von Albrecht Dürer, nur nicht so gut, blickte ihn an. Noch ahnungslos, was sich ereignen würde, begann er auch das rechte Auge zu zeichnen, zufällig in der richtigen Entfernung vom linken. Erst als das zweite Auge fertig war, fragte er sich, und warum eigentlich jetzt nicht auch die Nase dazwischen und darunter den Mund? 8 Stunden später starrte Michael, der anfangs nur ein Auge hatte zeichnen wollen, sein Selbstporträt an. Plötzlich glühend in unbegreiflicher Begeisterung, als der Gedanke einschlug, dass er vielleicht Kunstmaler werden könnte. Die innere Befreiung riss ihn in die Wolken. Den folgenden Samstagabend räumte Michael wie gewöhnlich seine Werkbank auf, wischte mit einem Klumpen alter Putzwolle die Feilspäne herunter, auch vom Schraubstock, an dem er Jahre hindurch vergebens darüber nachgegrübelt hatte, was er werden könnte, und sagte zu seinem Meister, dass er am Montag nicht mehr komme. Auf die Frage des erstaunten Meisters nach dem Grund antwortete er nur, er müsse fort aus Würzburg. In Rothenburg ob der Tauber verdingte sich Michael als Anstreicher. 3 Monate strich er einen Lattenzaun, der nicht enden wollte. Für Michael gab es nur noch Latten und er hatte sie auch nachts im Schlaf und Traum gestrichen. Mit dem ersparten Geld wollte er Kunstmaler werden. Sein Ziel war München. Sein Verlangen, der Kunst zu begegnen, führte ihn dort in das Bohème-Café Stephanie. Aber einen Lattenzaun anzustreichen, war einfacher, als im Café Stephanie zu sitzen und zu begreifen, was da alles vorging. Nietzsche, Freud. Und er kannte noch nicht einmal ihren Namen. Michael musste lesen, alles lesen, erleben, alles wissen. Jahre später wusste er, dass 100 Bourmiers zugrunde gehen und immer nur einer durchstößt zur Leistung, die auch dieser nicht hätte vollbringen können, wenn die 100 der Dünger für einen nicht gewesen wären, mithungernd, mitdenkend, mitkämpfend. Eine junge Malerin war das erste Opfer. Als er von ihrem Tod erfuhr, wurde ihm kalt. Den folgenden Abend verließ er München und fuhr nach Berlin. Berlin nahm auf und gab. Nerv und Geist der Stadt waren elektrisiert. Das Leben selbst war elektrisiert. Das war Berlin, als Michael
im Herbst 1910 im Anhalter Bahnhof aus dem Zuge stieg. Er hatte in München im Laufe von 5 schweren Hungerjahren erkannt, dass Malen für ihn nicht das Medium war, sich auszudrücken, und wusste immer noch nicht, was er werden könnte. Er lebte ziellos dahin, von Unruhe umhergetrieben und beständig angefallen von den Bestien seelischer Unsicherheit. Haut und Anzug waren noch feucht, als er ins Café des Westens kam. Das feuchte Haar war zurückgekämmt, tadellos glatt wie vom Friseur. Das magere Gesicht war glatt wie Säuglingshaut. Ein paar Tische entfernt saß eine junge Frau. Schulterlanges, dunkelbraunes Haar mit einem schimmernden Kupferglanz umrahmte, über den Hals vorfallend, ein weiches, gleichmäßig elfenbeinweiß getöntes Gesicht, das kein Rot erlaubte und nicht erröten konnte. Der Blick jedes Menschen, der es ansah, musste von den Augen herabgleiten zu ihrem Mund. Es war, als ob die Augen, die von klar und eckig geschnittenen Lidern gehalten wurden, wie zwei dunkle Steine von der Goldfassung, sich bescheiden zurückzögen zugunsten dieses großen, schönen Frauenmundes. Michael sah auch die dünnen Finger, aber tiefer als alles ergriff ihn ihr Gesichtsausdruck, den nur ein empfindsames Herz verleihen konnte. In Michael war ein Gefühl entstanden, das er bisher nicht gekannt hatte. Es war nicht Glück und nicht Leid. Dort saß die Lebensgefährtin. Es war die Wahl, die ein Geheimnis ist. 4 Wochen später heirateten sie. Eines Abends trat er zu Lisa ans Bett und sagte, ich schreibe einen Roman. Er presste dabei unwillkürlich die Fingerspitzen auf die Brust, als zwinge ihn dieser Druck unter dem Brustbein, den Roman zu schreiben. Lisas lang bewimperte Lider flatterten. Einen Roman? Aber sie sah, dass er entflammt war und sich bemühte, überlegen ruhig zu erscheinen. Sie streute keine Asche. Und abzuhalten wäre er ja sowieso nicht, er nicht. Er muss leider von sich aus dahinter kommen, dass man sich nicht einfach hinsetzen und einen Roman schreiben kann. Das wird eine schwere Enttäuschung für ihn werden. Aber was weiß man bei ihm? Was weiß man? Sie sagte vorsichtig, du kannst es ja einmal versuchen. Lisa war eine kluge Frau und sie liebte Michael. Die Sehnsucht, schreiben zu können und sagen, was er zu sagen hatte, die ihn seit langer Zeit quälte, war nachts im Traum erfüllt worden. Er hatte im Traum den Roman, seine schweren Erlebnisse in der Schule, an den Himmel über Würzburg geschrieben. Der ganze Himmel, vollgekritzelt, war von der Tinte schwarz gewesen. Eine riesige Gewitterwolke und die 1000 plötzlich herabzuckenden Blitze hatten die Stadt Würzburg zerstört. Ganz Würzburg mitsamt dem Lehrer Dürr war in Flammen aufgegangen. Aber der Druck in der Brust war verschwunden gewesen. Nicht einmal mehr Annosen hatten in den Zeitungen gestanden. Nur Besprechungen von der ersten bis zur letzten Seite über Michaels sensationellen Flammenroman. Beginnen wollte er mit der Schilderung der alten Mainbrücke in Würzburg zu einer bestimmten Minute. Die Bürger, das Licht, der Geruch, die Geräusche, das Läuten der 30 Kirchenglocken zum Abendgottesdienst und eine Abteilung verstaubter Infanteristen, die über die Brücke marschiert. Er sah und hörte alles deutlich, und brauche es ja nur so hinzuschreiben, dass auch der Leser alles deutlich sehe und höre. Aber er sah das innere Bild unvergleichlich schärfer, als er es mit Worten wiederzugeben vermochte. Außerdem zerfiel der Satz, jedes Mal wurde immer wieder ein Wörterhaufen, aus dem der Satz wieder neu gebaut werden musste.
Er schrieb die ganze Nacht. Ein Vogel begann zu zwitschern, das graue Morgenlicht schlich herein. Als er im Bett lag, krabbelten Wortameisen aufgestört in seinem Gehirn umher. Michael arbeitete wochenlang am ersten Satz. Und dann entdeckte er, dass der zweite Satz mit dem ersten und dem dritten in vielfachem Zusammenhang stehen musste, auf eine geheimnisvolle Weise, für die nicht extra Wörter geschrieben werden durften. Auch dürfe er nur das Allerwichtigste hinschreiben, sonst würde ja die Schilderung dieser Minute auf der Brücke 50 Seiten lang. Er arbeitete 3 Monate jeden Tag bis tief in die Nacht an der ersten halben Seite. Eines Morgens war er endlich zufrieden. An dieser halben Seite hatte Michael unter zahllosen Verzweiflungsausbrüchen im Laufe 3 Monate schreiben gelernt. Er nahm sich vor, in derselben Weise weiterzuschreiben, dass der Leser sehe und höre, was er lese. Dann nämlich müsse er glauben, was er lese. Begeistert schrieb er den Titel auf ein Blatt. Er nannte den Roman »Die Räuberbande«. In einer stillen Nacht blickte Michael zurück auf sein Leben. Er glaubt, dass die Kindeskinder unserer Kinder glücklicher sein dürfen, als es uns verstattet war. Michael glaubt, dass der Mensch erst menschlich zu sein vermag und sein wird, wenn er durch nichts mehr gezwungen wird, unmenschlich zu sein. Er glaubt an den Menschen, denn er glaubt dem Blick des unschuldigen Kindes. In Deutschland brannten seine Bücher. In Frankreich teilte er das Los aller Emigranten. Sie gehörten nirgend hin. Er musste erfahren, dass er ohne den stetigen Zustrom aus dem Volke seiner Sprache und ohne die stetige Resonanz der Leser als Schriftsteller nicht leben kann. Er spielte auf einer Geige aus Stein, auf einem Klavier ohne Saiten. Aber schreiben musste er. Sich selbst zur Freude und Qual. Es sollte ein Liebesroman werden, der Lebensweg eines Mädchens von ihrem 13. Lebensjahr bis zu dem Alter, da ihre Tochter 13 ist. Die 13-Jährige, zart und strebend wie ein Halm, die auf dem schmalen Pfade durch die Wiese ging, sah aus wie ein Wesen aus dem roten Märchenbuch, in dem sie las. Das Gesicht, weich eingerahmt von rötlich-blondem Haar, war weißer als das grobe Leinenhemd, aus dessen Bund das Hälschen stengelhaft emporstieg. Der Mund war blass, aber die Sonnenpünktchen unter den felsgrauen Augen versprachen, dass diese Lippen einstens die Farbe des Lebens haben würden. Noch unberührt vom Leben schritt sie träumend auf den Tannenwald zu,
bis zu den Hüften im Grase, leicht geneigt die hohe Unschuldstirn, die nichts und alles wusste. Reglos kniete sie im Moose und beobachtete, plötzlich erschauernd, einen Zitronenfalter, der einst der lila Blütensternchen überfiel. Das nadelfeine Stängelchen schwankte und musste sich schließlich beugen, das wehrlose, winzige Sternchen zu Boden gedrückt, zitterte und krümmte sich unter dem lautlosen Gewaltakt, der nicht enden wollte. Der Schauer stieg von den Knien wieder aufwärts. Er soll doch bei größeren Blumen essen, flüsterte sie betroffen, musste aber dem Gelben, der sich schwebend und flatternd und schwebend ins Innere wiegte, dennoch folgen, im Banne der unbekannten Empfindung, zögernd hinein in das lockende Geheimnis der Lichter und Schatten des Waldes. Der grüne Schein im Waldesinnern, weich wie beständig aus sich selbst genährt, verwandelte das rötliche Haar in schimmerndes Moosgeflecht. Der Gelbe hing jetzt flügelklappend an einer großen Glockenblume, die mit ihm hin und her schwang. Sie vermeinte, das duftfeine Läuten zu hören und schlich näher. Aber da flatterte er, aufblitzend im Sonnenstrahl, wieder weg und wiegte sich in langen Zickzack-Schwebesprüngen zwischen den grau bemoosten Tannenstämmen durch, leuchtete in der dunkelgrünen Tiefe noch einmal auf und war verschwunden. Am Nachmittag, als Tal und Hänge in der sengenden Sonne lagen, preisgegeben Halm und Blatt, die kein Hauch bewegte, schritt Mathilde, leicht gekleidet, übers Feld. Mathildes Freundin, die Lehrerstochter, stand wartend im Schatten des Apfelbaumes. Dunkles Rot leuchtete trügerisch auf den tief gebräunten, vollen Wangen. Ein Jahr später, noch nicht erblüht, starb sie an Tuberkulose. Wie ein Rad mit Flügeln fegte die Tochter des Notars die glänzende, glühende Landstraße herab mit fliegenden Zöpfen und landete staubtrocken beim Apfelbaum. Ein stachsiges, weißblondes Kind mit weißen Brauen und Wimpern. Die Vorstandssitzung konnte beginnen. Die drei Mädchen hatten einen Blumenverein gegründet und auch einige Großbauerntöchter, die Beiträge und Strafgelder bezahlen mussten, als Mitglieder aufgenommen. Die Tochter des Notars, die das Geld verwaltete und immer im Brustbeutel bei sich trug, schleuderte ihre geflochtenen Flachstaue in den Rücken und berichtete. »Unser Mitglied Kartoffelkraut hat gestern 20 Rappen Strafe glatt bezahlt.« »Hat sie denn wieder aufgestoßen, Tulpe?« fragte Mathilde träumerisch. »Auch das, Narzisse. Aber sie wollte auch nicht mehr Kartoffelkraut sein, sondern Lilie. Ich sagte ihr, jemand, der draußen kaut, kann nicht Lilie sein.« »Vorstehende Zähne sind aber sehr fein«, sagte die Rose gedehnt. »Englische Herzoginnen zum Beispiel?« »Ja, ja, auch die kauen alle draußen. Deshalb können sie nämlich nicht küssen. Eine Frau, die nicht küssen kann und Lilie sein will. Ich habe ihr jedenfalls sofort 20 Rappen Strafe auferlegt wegen... einfach wegen Unbotmäßigkeit.« Die Narzisse schlug die Lider auf. »Ich werde 10 Männer heiraten und küssen.« Sie saßen im Grase neben dem Balkengehege, hinter dem braun-weiß gefleckte Kühe weideten. »Ich gebe mein Jawort einem Grafen«, sagte die Rose. »Wir fahren in die Oper, mein Kleid ist nilgrün, oh, eine ganz einfach herabfallende Robe, nur mit einem Goldfaden abgebunden, hier unter meinem Busen.« »Busen? Du hast ja noch nichts.« Aber die Rose stand unbeirrt auf, ordnete mit leichter Hand rückwärts ihr Knieröckchen, damit die lange Schleppe schönen Fall bekomme, und begab sich hoheitsvoll in die Loge.
presste den Bauch gegen den Balken und hob, die kleinen Finger beider Hände weggespreizt, das Opernglas. Zwei Kühe blickten aufmerksam herüber zur nilgrünen Gräfin und senkten die nassen Mäuler wieder ins Gras. »Aber vielleicht, Narzisse, bist du zu dünn für 10 Männer«, sagte die Tulpe. »Zu dünn? Warum?« »Nun so.« Nachdenklich öffnete Mathilde zuerst ein wenig die Lippen und legte dann langsam die Wange auf die Schulterkugel. »Nicht einmal für 15.« Die Gräfin sauste mit 2 Sätzen von der Loge zum Apfelbaum zurück. »Habt ihr gesehen? Alle Operngläser waren auf uns gerichtet, auf das gräfliche Paar. Mein Gemahl sagte, weil mein Dekolleté zu tief sei.« Da fragte die Tulpe, »Soll ich euch etwas zeigen?« Resolut knöpfte sie die Bluse auf und streckte die flache Knabenbrust vor. Sie hatte über das Hemd einen rosa Büstenhalter ihrer Mutter gebunden, der nichts enthielt und tiefe Querfalten warf. »Ich nämlich bin schon so weit.« Die Narzisse, die sich schämte, dass sie allein schon kleine Brüste hatte, senkte den Blick. Und die Rose, die bald sterben musste, sagte träumerisch vor sich hin, »Ich dekolletierte mich ja nur für ihn.« Weiße Schleier schwebten über dem friedevollen Tal. Die Kuhglocken ertönten seltener. Das Vieh lag wiederkäuend im Schatten der Obstbäume. Am Feldweg schwankte der Löwenzahn im Winde, der den schon abendlichen Duft der Wiesen zu den Mädchen trug, die schweigend in die Zukunft sannen. Ein ortsfremder Eismann und Zuckerbäcker, der seinen vielfarbigen Wagen schwitzend von Dorf zog, hielt an, als er die Mädchen erblickte. Er hat auch Limonade, aber sie ist zu süß, pappsüß, erklärte die Rose, deren Gaumen schon trocken wurde. Die Tulpe wandte dem Eismann den Rücken zu, zerrte den Büstenhalter wieder an den leeren Platz und sagte, »Zu süß? Das gibt's nicht. Ich kaufe mir auch ein Eis dazu.« Wie ein Hündchen, das von seinem essenden Herrn nicht beachtet wird, leckte die Narzisse die Lippen. »Hast du denn Geld?« Die Tulpe streckte die Brust vor wie ein prahlerischer Knabe, während sie ihre Bluse wieder zuknüpfte. Das Beutelchen mit der Vereinskasse hatte sie herausgezogen. »Unser Blumenverein, finde ich, ist ein Blödsinn. Wir wissen ja gar nicht, zu was wir das Geld eigentlich verwenden sollen.« »Wir könnten den Verein ja einfach auflösen.« »Das Recht haben wir dazu. Wir sind die Vorstandsdamen«, sagte die Rose gedehnt. Die Tulpe starrte auf ein stacheliges Gewächs, nahm zuerst einen Anlauf und warf sich dann so wuchtig in den Sprung über die hohe Distel Richtung Eismann, dass der Rockrand über das weiße Höschen emporflatterte und das Beutelchen mit der Vereinskasse wie ein Glockenschwengel zwischen den gegrätschten Beinen baumelte. Die Tulpe, die ihre Methode, sich dem kühlen, süßen Wagen unauffällig zu nähern, für erfolgversprechend hielt, beugte sich so tief hinab, dass ihre Stirn das kurze Gras berührte, und besah sich die Gegend, in der der Eismann saß, durch die gespreizten Beine. Verschmähend den überreichen weißen Brautschmuck der Wiese, pflückte sie eine Margerite, die vereinsamt in der Nähe des Wagens blühte. Nicht, ob er sie von Herzen, mit Schmerzen, über alle Maßen oder gar nicht liebe, sondern Eis oder Nicht-Eis, war die Frage. Energisch zupfte die Tulpe, um den Spruch des Schicksals zu korrigieren, am Schlusse 2 Blättchen auf einmal ab. Und die erleichterte Rose flüsterte schmachtend, »Eis, jetzt wissen wir es.« Die Tulpe schickte ein verschämtes Lächeln hinüber zum Eismann. Wie eine wandelnde Lilie schwebte Mathilde an den beiden vorüber und deutete mit der selbstverständlichen Entschlusskraft der Unschuldigen auf den inhaltsvollen Blechzylinder. »Himbeereis?« »Der Schatten des Baumes, unter dem 3 Kühe friedevoll wiederkäuten, war lang geworden. Auch die 3 Vorstandsdamen ruhten reglos und verdauten. Schwalben futtersuchend zuckten wie schwarze Blitze drüber hin. Der Eismann zog schon durch ein anderes Tal.«
dem romanischen Café las er eine Zeitungsnotiz. In Spandau wurde ein Mann, einstiger Kriegsgefangener in Russland, zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er versucht hatte, der Frau seines Kriegskameraden und Mitgefangenen einzureden, er sei ihr irrtümlich totgesagter Mann. Er las noch einmal. Vage Vorstellungen entstanden schnell hintereinander, verschwanden, tauchten wieder auf, als fremde Landschaft, die er nie gesehen hatte. Eine Steppe liegt unabsehbar weit vor ihm. Die 2 Kriegsgefangenen in der Ferne, klein wie Mücken, sprechen miteinander. Wenn der eine in dieser großen Einsamkeit Jahre hindurch von seiner Frau spricht, könnte im anderen ein Bild entstehen und ihn so erfüllen, dass er die Frau liebt, die er nie gesehen hatte. Eine wunderbare Geschichte könnte es werden, in der das scheinbar Unmögliche durch das Medium der Liebe möglich wird und geschieht. Einige Stunden später schrieb er im Café auf eine Papierserviette den ersten Satz von Karl und Anna. Über dem fernen, fernen, planetar gewölbten Horizont der Steppe an der Grenze zwischen Europa und Asien erschien ein Punkt, kleiner als ein Singvogel, der sich mit größter Fluggeschwindigkeit 2 Männern näherte und doch in seiner blauen Ferne an derselben Stelle reglos zu verharren schien. So überwältigend groß waren hier Himmel und Erde. Das Flugzeug wurde trotz seiner Schnelligkeit erst nach Minuten als solches erkennbar. Es lag in immer gleicher Höhe und stieg scheinbar dennoch in riesigem Bogen himmelwärts. Als der Flieger über den 2 Männern schwebte in der flimmernden Atmosphäre, sah er ein schwarzes Kreuz, viele Kilometer lang und breit, das auf der Steppe lag. Einen Längsgraben und einen Quergraben, die von den 2 Männern in die dunkle Steppenerde gestochen worden waren. Der Flieger konnte nicht erraten, zu welchem Zwecke dieses Grabenkreuz in der unbewohnten, einsamen Steppe dienen sollte. Er flog weiter nach Westen, in immer gleicher Höhe, schien jetzt in riesigem Bogen erdwärts zu gleiten und versank nach Minuten als winziger Singvogel wieder in den Horizont der Steppe. Die 2 Männer waren wieder allein in der großen Einsamkeit. Auch sie kannten nicht den Zweck des Kreuzes. Sie vermuteten nur, dass einmal vor Jahren der Bau einer Stauanlage geplant gewesen sei, um im Notfall die Steppe überschwemmen und den eventuellen Vormarsch feindlicher Truppen erschweren zu können. Sie waren mit einer transportablen Wellblechhütte und Proviant, der jeden Monat erneuert wurde, hierher geschickt worden, gleich nach ihrer Gefangennahme bei Kriegsausbruch, und hatten 4 Sommer lang gegraben, unkontrolliert, unbeaufsichtigt. Sie hatten viele und lange Pausen gemacht, oft halbe Tage im Steppengras verschlafen und schließlich doch immer wieder zu graben begonnen. Wenn ich in der Früh aufstand, ich lag in unserem Bett doch immer an der Wand und Anna lag vorne, bemerkte ich es gar nicht, so leis. Das hast du mir auch schon erzählt. Du bist jedes Mal erst aufgewacht, wenn der Gashahn angefangen hat zu pfeifen. Ja, so eintönig. Das wollte ich immer richten. Aber dann ging's fort in den Krieg. Der Verheiratete schaufelte weiter. Er hatte den Bart stehen lassen und sah verwildert aus. Der andere lag nebenan. Er kaute einen Halm und noch einen Halm. Wie das nur kommt, dass ihre Brust so weiß ist und die Hüften und der Leib viel dunkler. Und da der Verheiratete noch schwieg, wie Messing, sagst du, wenn du sie hast, vergeh dir das Denken und alles. Erst nach einer halben Stunde sagte er noch, aber das sind jetzt bald 4 Jahre. Oft weiß ich gar nicht mehr, wie sie aussieht. Ich sehe ihr Gesicht nicht mehr. Ich sehe es nicht. Weißt du, Karl, es verschwimmt alles. Nur im Traum. Also zum Greifen lebendig. Ich weiß genau, wie sie aussieht, alles, und wie sie ist, alles. Du hast sie ja noch nie gesehen.
Mit dem Flieger wäre ich bald bei ihr, soweit sie auch ist. Ach, wer hält das aus? 4 Jahre. Du hast wenigstens jemand auf der Welt, der an dich denkt. Das schon, das ist richtig. Der überhaupt für dich da ist. Aber ich, wenn ich nachdenke, da ist schon rein gar nichts. Ja, ja, sie wartet. Er sah die Frau, die er nie gesehen hatte, sah, wie sie in der Wohnküche, die er nie betreten hatte, die Kommode abstaubte und dann zu dem alten Divan schritt, um die Decke zu glätten. Sie beugt sich hinab. Er wusste, dass der Divan schief in die Wohnküche hineinstand und kannte Farbe und Muster der Decke. Der Himmel war erblasst. Die Wellblechhütte stand verloren in der grauen Endlosigkeit. Am anderen Morgen marschierten sie ins Gefangenenlager, Proviant zu holen. Im Lager stand eine Gruppe Gefangener, abmarschbereit. Dann nehmen wir von denen einen dazu, dann ist die Zahl voll, sagte der Aufseher und rief Richards Namen. 5 Minuten später, er hatte nicht Zeit gefunden, Abschied zu nehmen von Karl, befand Richard sich mit den anderen auf dem Marsch zur Bahnstation, von wo aus die ganze Gruppe einige Tage Reisen noch weiter ostwärts verschickt wurde. Einen Tag nach Richards Abtransport flüchtete Karl aus dem Gefangenenlager. Das Verlangen nach Anna trieb ihn auf den großen Weg. Den Entschluss, zu Anna ins Zimmer zu treten und sie als seine Frau zu begrüßen, zu behaupten, er sei ihr Mann, er sei Richard, hatte er gefasst, aus Angst, sie anders fürs Leben nicht gewinnen zu können. An einer Liebschaft lag ihm nichts. Sein Wesen verlangte in triebhafter Sehnsucht nach einem Menschen, für den er das Leben und der für ihn das Leben sein konnte. Und dass er denselben Beruf, die gleiche Körpergröße, Haar- und Augenfarbe, die allen Metallarbeitern eigene dunkle Gesichtshaut, ja sogar wie Richard, besonders starke und auffallend geschwungene Brauen hatte, überlegte Karl nur flüchtig. Er kannte Annas Vergangenheit mit Richard in allen Einzelheiten so genau, als hätte er sie miterlebt, war ganz erfüllt von Annas Wesen. Sie war in seiner Vorstellung für ihn die Heimat geworden, die jeder Mensch bei einem Menschen sucht. Er liebte sie. Erst ein Vierteljahr nach seiner Flucht aus dem Lager erreichte Karl die Stadt, in der Anna wohnte. 2. Hof, Eingang links, 2 Treppen, 2. Tür links. Er las den Namen. Benommen von schwerer Angst griff er mit der festen, großen Arbeitshand zwischen Kragen und Hals und sah plötzlich sich selbst die Treppe wieder hinuntersteigen. Da hatte er schon geklopft und die Tür geöffnet. Anna, 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 erkennst du mich? Wer sind Sie? Hast mich also nicht erkannt. Wer sind Sie denn? Richard. Mein Mann? Sie sind doch nicht mein Mann! Anna! Anna! Sie blickte wie eine schwer angegriffene Frau, die sich nicht wehren kann. Nun, Anna, glaubst du mir nicht? Ich sehe doch auf der Welt nur dich. Bist meine Frau. Heiliger Himmel! Warum sagen Sie das? Sie wühlte in der Schublade und reichte Karl eine vergilbte Postkarte. So lang schon. 4 Jahre schon. Karl las die Mitteilung der Militärbehörde, dass Richard am 4. September 1914 gefallen sei. Das stimmt nicht. Also Anna, das stimmt nicht, was Sie da schreiben. Kannst mir schon glauben. Sie versuchte auszuweichen. Vielleicht haben Sie Hunger. Sie schnitt dabei Brot, legte Messer und Gabel zurecht und Wurst auf den Teller. Ob sie den Apfel schälen solle. Das weißt du doch noch.
Ist die alte Gabel nicht mehr da? Die dreizinkige, wo die eine Zinke etwas kürzer ist? Ja, das ist sie. Und am Montag suche ich Arbeit. Gut? Warum sagen Sie, Sie seien mein Mann? Warum sagen Sie das? Aber Anna, Anna! Ich habe ihn doch so gern gehabt. Er war gut zu mir. Immer gut. Das konnte ich nicht vergessen. Ich konnte ihn nicht vergessen. Die Fenstervorhängchen sind neu. Wir hatten doch gelbe gekauft damals. Der Verkäufer sagte, das ist eine Gelegenheit. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, heiliger Himmel. Und wie steht's mit den Abschlagzahlungen, Anna? Ich habe alles abgezahlt in den 4 Jahren. Da könnten wir also ohne allzu große Sorgen neu anfangen. Jetzt wird's gut, Anna. Sieh mich an. Bitte, sieh mich an, Anna. Sie erhob sich. Ihre Züge waren weich und dabei gefestigt. Sie räumte den Tisch ab. Karl stand still in der Ecke und hielt den Kopf gesenkt. Ein falsches Wort, ein falscher Ton hätte in dieser Minute trennend wie ein Messerschnitt gewirkt.